Einen wunderschönen guten Morgen. Wir befinden uns gerade auf griefergames.net. Und ja, was mir natürlich jetzt wieder hier und da vorgehalten wird, ich würde Tricks zeigen, die viele Leute schon kennen. Mein Kanal richtet sich nicht nur an die Leute, die schon die Tricks kennen, sondern auch an einige Anfänger und so weiter und so fort. Davon mal abgesehen. Ich rede monoton, ich habe eine ätzende Stimme, ich versuche möglichst tief zu reden, weil ich ja nicht so klingen will, aber egal. Ja, Videoqualität und ja, die Videoqualität ist eigentlich so weit hochgeschraubt, sodass es eigentlich passen müsste, davon mal abgesehen. In Streams und so weiter, also es gibt viele Leute, die haben früher gemeckert. Wenn ihr jetzt meckert, ist mir relativ wurscht, weil ich habe hier einen alten Laptop, ich habe kein Geld, weil ich Erwerbsminderungsrentner bin und kann mir dementsprechend keine bessere Ausrüstung gönnen. Ja? Wenn ihr meckert, kauft mir doch eine bessere Ausrüstung. Ich lade euch jetzt dazu ein, mir hier ein High-End Gaming Notebook plus Mikrofone, Software und was weiß ich zu kaufen. Da lade ich euch herzlich dazu ein. So, wenn ihr das nicht wollt, ist nicht mein Problem. Dann wurde gesagt, das leckt immer wieder. Ja, hin und wieder leckt es, klar, auf jeden Fall. Liegt aber nicht nur an mir, sondern einfach, wie gesagt, an der Technik. Dann wurde heute Morgen gesagt, es leckt, weil möglicherweise hier und da eine schlechte Internetverbindung herrscht. Alle deutschen Anbieter hatten irgendwie Probleme mit dem Internet. Ja, auch möglich. Auf welchen Punkt würde ich noch gerne eingehen? Ich weiß nicht, ob man mir jetzt zusieht oder nicht. Ist mir auch relativ wurscht. Also ich teste einiges nicht. Ich teste einiges nicht. Doch. Ihr wisst gar nicht, wie viel Aufwand hier hinter diesen Videos und hinter den Livestreams steckt. Es wird vieles vorher schon stundenlang teilweise getestet, gemacht, getan. Vieles, wenn ich mehrere Sachen auf einmal mache, es kann mal sein, dass ich hier und da was vergesse. Schön. Aber hey, ich nehme ja nicht nur eine Sache durch, sondern meistens mehrere Sachen davon mal abgesehen. Ja, ich rede monoton wie ein Lehrer. Nochmal auf diese Sache zurückzukommen. Wollt ihr wirklich, dass ich so klinge und die ganze Zeit irgendwelche Sachen irgendwie betone? Nein. Ich möchte alles in möglichst einer Sache durchbringen. Gut, wenn ich dann mal hier und da ein bisschen gediegener klinge und das Ganze eher sachlich orientiert abläuft, sodass ich dann in dieser Art und Weise, ich meine, ich möchte vielleicht den einen oder anderen etwas zeigen, vielleicht den einen oder anderen auch etwas beibringen. Und ich kann auch nicht immer meine Tonlage ändern. Das tut meinen Stimmbändern nicht gut. Ja, aber Betonung muss das sein. Eine gewisse Betonung habe ich, davon abgesehen. Nur, ich setze dich ein, wann ich möchte, und davon abgesehen. Ich lasse mich von so einem Schwachsinn nicht triggern, ganz einfach. Wenn jemand irgendwie der Meinung ist, ja, hier ist es einiges nicht so, wie es sein soll, bitteschön. Ich lade dich herzlich dazu ein. Kauf mir Zeug. Mach's besser dadurch oder sei ruhig. Die beiden Möglichkeiten hast du. Wenn mehrere Leute der Meinung sind, dann tut euch zusammen, dann wird es nicht ganz so teuer für euch. Ganz einfache Sache. So, also so viel dazu. Und es geht auch hier nicht so, ja, ob man mit YouTube, man versteht, dass man mit YouTube was machen möchte. Es geht nicht ums Machen möchten unbedingt, ja.
Es geht vielmehr darum, dass mir nichts anderes mehr überbleibt. Ja, ich bin also im Prinzip ans Bett bzw. ans Sofa gefesselt aufgrund gesundheitlicher Probleme. Habe früher viel mit Fotografie gemacht. Da gab es natürlich auch so die einen oder anderen, die sagen, ja, du musst das mal besser machen, du musst das mal besser machen. Ich so, ja, Leute, ich habe nun mal keine High-End-Ausrüstung, davon abgesehen. Gut, meine Kamera ist einigermaßen okay, sagen wir es mal so. Aber, Leute, es geht immer besser, das wisst ihr selber, ne? Meine Güte. So, davon mal abgesehen. Mir passt vielleicht das eine oder andere auch nicht. Und ich meine, hier nebenan, überall sind Zauberbücher. Deswegen leckt die ganze Chose hier, sag ich mal, auch relativ. Dafür kann ich aber nichts. Ich wollte die Grundstücke ja haben, aber mir gibt sie ja niemand. Davon mal abgesehen. So. Ich habe hier schon die besten Einstellungen vorgenommen. Eigentlich. Ich kann die auch gleich mal zeigen, gar kein Problem. Und das dauert hier gerade. So. Jetzt haben wir unseren Koppel erstmal gesaved. Kommen wir zu meinen Einstellungen. Entschuldigung. So. Also, wir sehen hier noch meine Stream-Sachen. So, Einstellungen. So. Ja, ein Unterschied wie Tag und Nacht. So, dann mein Grundstück, ne, ist mittlerweile auch relativ groß, relativ bebaut. Das frisst natürlich auch ein paar Ressourcen. Ganz klar, so, jetzt wollte ich ja hier auf meine einsame Insel. Ich meine, mir geht bei vielen, vielen Leuten geht mir auch das ein oder andere tierisch auf den Senkel oder auf den Sack, um das mal deutlich zu sagen. Vor allen Dingen ist diese Perfektion, die überall gewollt ist und so weiter und so fort. Also, perfekt ist niemand. Ich meine, man kann mal sagen, ach ja, das ist so und so und das ist wirkt so und so. Okay. Aber wenn ihr nicht die Ahnung habt, warum das so ist, ja, oder welche technischen Möglichkeiten dahinter stehen, dann braucht ihr nichts zu sagen. So, wenn ihr jetzt irgendwelche Einstellungsvorschläge
hättet. Okay. Ich höre. Ansonsten, wie gesagt, lasse ich mich von euch nicht triggern. Ich ziehe mein Programm durch, sofern ich noch Zeit, Kraft, Möglichkeit dazu habe. Wenn ihr mir hier etwas zukommen lassen wollt, gerne. Ihr könnt mich anschreiben oder mir per PayPal spenden unter marburg1990@googlemail.com. So. Und wenn es sonst Fragen gibt, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Macht's gut und ciao.